Oh. Jetzt sind die Kätzchen in Sicherheit. Ich freue mich, dass die Kätzchen aus dem Rätsel sicher nach Hause gekommen sind. Hoffentlich haben auch diese Katzen irgendwo ein Zuhause. Oh. Joey hat eins. Ja, aber Joey ist auch kein Kätzchen aus dem Rätsel. So. Ziel. Warte mal, so eine Schwammrätsel. Schwamm. Mist, wo ist er hin? Hey, du da! Die Kleine in dem rosa Kleid, hast du einen Kerl mit Tolle und rotem Mantel gesehen? Ich weiß nicht. Moment mal! Wir sollten da doch ein Mädchen für den Boss finden. Eins, das dir ziemlich ähnlich sieht. Ja, aber jetzt ist keine Zeit. Wir müssen erst unserem kleinen Ausreißer den Garaus machen. Okay. Ein Rätsel, nein. Was wollt ihr, Tage, die wir hier gaffen? Verschwindet aber plötzlich. So, wo ist die Kanalie? Den Typen knipse ich die Lichter aus, wenn ich ihn finde. Der scheint ganz schön beschäftigt. Merkt gar nicht, wer wir sind. Wir sollten äußerst bedächtig vorgehen. Dann erreichen wir McIntosh vor den beiden Grobianen. Und wo? Ah! Da, sehen Sie nur! Sie dürfen mich nicht finden. Dass mich das stillen musste jetzt sein. Ja, du, beim Sex machst du bestimmt auch mal stillen, stillen, stillen. Professor, Herr McIntosh ist gerade in dem riesigen Taschentuch. Was sage ich eigentlich? Bestimmt machst du das. Ich weiß, dass du das tust. Das war nämlich gerade ein Insider. Buchstäblich. Und er sah ganz schlimm aus. Irgendwie ist ihm was. Irgendwas ist ihm passiert. Er ist schwer verletzt. Wir müssen ihn finden. Er ist die Männer von Tatentum. Ja. Und jetzt bitte in der Leighton-Stimme. Bei Luke halt. Ah. Hier waren wir schon mal. Es ist so finster hier. Man sieht ja gar nichts. Es ist niemand hier. Ich spüre kein lebendes Wesen in unserer Nähe. Wenn er mit diesem Flugzeug aus Tangentis fliehen will, dann wird er sich zur Brücke aufgemacht haben. Doch es würde mich überraschen, wenn Tarjan keine Wachen auf seinen Kriegsgeräten postiert hätte. Ja. Wir waren schon einmal hier. Ich weiß noch, wo es zur Brücke geht. Eindeutig, brauchen wir das erstmal wieder. Und was bringt uns das? Macht's irgendeinen Weg frei? Es ist ganz klebrig. Oh nein, jetzt habe ich dieses eklige Zeug überall. Ja, dieses weiße, eklig klebrige Zeug. Halten Sie sich mit Ihren ölverschmierten Händen fern von mir. Klick. Da gibt's nichts, da kann man nur wieder zumachen. Klick. Ah, schön. Ich frage mich, was das wohl sein soll. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass darin nichts Gutes sein kann. Also muss darin was Gutes sein. Wir sollten hier besser nichts anfassen. Also, Emmy, Hände weg da. Von dem klebrigen Zeug. Okay, hier ist anscheinend echt gar nichts. Ja, irgendwas war da. Noch. Aber das war... Nee, das Ding? Ja, kann sein. Ja, das war's wohl. Na gut. Oh. Hey, die haben ein neues Schloss rangemacht. Verriegelt. So ein Mist sitzen wir jetzt hier fest. Nee, das gleiche wie vorher. Es ist auch noch das gleiche Rätsel wie vorher. McIntosh hat anscheinend auf seiner Flucht alle Türen hinter sich abgeschlossen. Das darf uns nicht aufhalten. Los, wir müssen sie irgendwie aufbekommen. Ding, ding. Oh, jetzt wieder irgendwas Schweres. Wenn ja, dann... Oh, nee, 35. Dreh die Scheiben 2. Das wieder. Frachtraum ist wieder verschlossen und wie es aussieht, hat Tarjan den Schließmechanismus noch verstärkt. Das Schloss besteht aus Scheiben, die in jeweils 4 Quadranten aufgeteilt sind. Die Quadranten sind mit den Symbolen Kreis und Raute markiert, die jeweils für 1 bzw. Für 1 bzw. 5 stehen. Um die Tür zu öffnen, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja. Und bla. Gleiche Summe. Dreh die Scheiben, öffne die Tür, also dann rechnen wir mal. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Notiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, ich hab in der Mitte vergessen. Fuck.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ja, 36 und 45. 45? Und 40, Entschuldigung. Ja. 36 und 40 sind 76 geteilt durch 4 sind 19. 19. Also 19 brauchen wir in jedem Quadranten. Mhm. Sollte nicht so schlimm sein. Mhm. Haben wir in diesem leider noch nicht. Das sind schon über 20. So. 15, 15. Und dann zu viele. Zu viele, genau, genau. Also wäre es hier vielleicht noch angebracht, noch einen anderen zu. Den Vierer würde ich da vielleicht hin tun. Warte mal, hier ein 15, also ich weiß ja nicht, wo 15, du gerade zählst, aber ich zähle vielleicht auch gerade ganz woanders als du. 15, 15, 20. So, nee, Quatsch. 19 brauchen wir. 19. Ja, 19 sind auf dem einen hier schon mal. So, dann haben wir hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 nur. Dann haut das schon mal nicht hin. Aber was, wenn ich das austausche? So, da haben wir hier wieder 19. 15, 15, oh, dann nee, sind da ganz wenig. Links. Ja, ja. Ich würde mich fast auf den linken Quadranten erstmal konzentrieren, weil das der einzige ist mit dem. Also, weil der halt die meisten in der Mitte hat. Schau, wo du nicht drehen kannst. Dann 7, 8, 12, 17, 19. Nee, ist der linke 5, der? 10, 14, nee. Nee. 17, 18, stimmt noch nicht. Nee, nee, konnte auch nicht, weil der linke, der hatte schon zu viel. Ach ja, ich habe die zwei in der Mitte vergessen. Mach vielleicht den Vierer in den linken Quadranten mal. Was, wo? In dem Innersten quasi den Vierer. In dem Innersten den Vierer, was? Wo? Und den in den linken Quadranten. Ist doch. Nee, im Innersten. Nicht im Goldenen, sondern in, genau. So, jetzt müssen wir nur noch eins weniger kriegen. Und da würde ich was sagen. Genau. So, das sind 10, 11, 12, 13, 14, 19, 17, 18, 19. Gezählt. Was hast du denn jetzt gemacht? Oh, du bist ja... Das ist ja völlig falsch auf der Seite hier. Ich weiß nicht, welche Seite du gerade anklickst. Links. Okay. Ist ja völlig... Tu doch jetzt mal noch den äußersten. Warte mal, wie viel brauchen wir? 5, 7, 11, 15, 4 brauchen wir noch. Nee, dann stimmt's so nicht. Ach. Also gar nicht. Du könntest natürlich noch 15, 13, 17. Darf ich kurz? Nimm. Und probier nicht rum, sondern mach was Richtiges. 15, 13, 17, 19. 5, 10, 18, 21, fuck, schade. Die Vierer dürfen irgendwie nicht zusammen sein. Machen wir es mal so. 15, 16, 18. Unten sind auch nur 16. Ja, ja. 15, unten sind zu 16, viele. 18. Nee, doch nicht. 19. 15, unten sind zu wenig. Ja, jetzt lass mich doch mal. Warte. Ist trotzdem falsch. Ja, mag schon sein. 15, 14. Wozu 17, 19. Ja, dass ich weiß, was ich unten tauschen muss, um trotzdem noch links bei der gleichen Zahl zu bleiben. Wie viel sind es denn? 15, 16. Wieso sind es unten zu viel? Hä? Unten sind es zu wenig. Unten sind es... Nee, Moment. Unten sind es 19. Unten sind es 19, okay. Links sind es auch 19. 15, aber 14, rechts sind zu wenig. 14, nein. Klar, rechts... sind das schaffe ich doch 19. Mit links.
Dann habe ich wohl gerade... Das macht Spaß! Ganz ehrlich, um die Zeit, mir überhaupt noch was zuzutrauen. So, die Symbole, bla bla bla. Okay, ganz ehrlich, wir... Das machen wir jetzt aber bitte noch. Ja, das noch, aber dann ist wirklich genug. Also, ey, 3:30 Uhr morgens. Du wolltest noch weiter mit der Story machen. Ich hätte schon vor der Story aufgehört. Ja. Doch, ich habe gesagt, nee, noch du weiter. Hast gesagt, lass uns doch heute durchmachen. Das hast du heute gesagt. Das habe ich am Anfang gesagt. Aber dann haben wir ja so ewig mit diesem rumgereist. Ist ja auch egal. So, Professor, sie ist offen. Wer? That's what she Emmy. Said. Hervorragend, Emmy. Dann schnell rein. Oh nein, also wirklich, das ist, ich kann nicht mehr. Aber, jetzt lass uns doch die Kleiderkollektion noch fertig machen. So, ja. Haben wir das wenigstens. Das gibt uns nur noch mehr Rätsel dann am Ende in den Rätselhäusern. Willst du das? Da fehlt ja noch was. Tut's nicht. Warum sollte da was fehlen? Ja, aber das sind doch nur 7. Du tust doch nur so. Nee, das sind doch wirklich nur 7, guck doch mal. Ja, das sind nur 7 und das hat einen Grund. Ach, weil das andere schon oben liegt. Das sind auch nur 7. Und trotzdem kann man das so einstellen. Jetzt stimmt's am Ende nicht mehr. Was sind das für ein bescheuertes Kostüm? Komm, sprich sie, ich mag die Stimme. Seid ihr fertig? Darf ich sehen? Ich freue mich schon. Natürlich, Mona. Hier. Das ist ja wirklich fabelhaft. Und genau, was ich wollte. Entschuldige übrigens, dass ich mit den Nerven so am Ende bin. Schön, dass es dir gefällt. Ich bin so froh, dass ich euch beide um Rat gefragt habe. Ihr kennt euch wirklich mit Spaß aus. Darf ich es mal anprobieren? Ich würde mich gern mal darin sehen. Aber klar, Mona. Oh. Das ist jetzt wirklich mal schön. Ja. Deswegen gibt's das auch erst so spät. Und? Weil das das einzige Schöne ist, oder was? Ja. Und was sagt ihr? Ich finde, es steht mir richtig gut. Allerdings, es ist wie für dich geschaffen. Du siehst echt toll aus, Mona. Nichts macht mir mehr Spaß als die richtige Garderobe. Ich freue mich schon darauf, wenn Lisa diese Kleider sieht. Die wird sicher richtig neidisch sein. Und Dankeschön, ihr beiden Experten. Yay, traumhaft. Oh, naja, war ja jetzt nicht so die Kunst dieses... Da haben wir an den manchen Minispielen schon länger gesessen. Ja, stimmt. Gratuliere, du hast alle Modewünsche deiner Klientinnen erfüllt. Vor allem die Theaterstücke, wollte ich nur sagen. Ja, ja. Was? Die Theaterstücke in diesem Spiel. Nein, in dem anderen. Weil du sagst, wir haben schon an anderen Spielen länger gesessen. Nein, an anderen Minispielen meinte ich, also naja, von diesem Spiel. Ach so, ja gut, das auch. Das Haus der Modekennerin steht nun in Laytons Aufgaben zur Auswahl. Also das machen wir jetzt noch schnell, komm. warum, wie bin ich nur auf die Idee gekommen, das unbedingt noch hier fertig zu machen? Also erstmal speichern. Wir sind aber auf einem guten Weg, guck mal. Alter! 31 Stunden, ich glaube, das... Ich glaube, länger haben wir bei keinem gebraucht, oder? Nein. Wir sind ja noch nicht mal am Ende. Und ich glaube, wir können... Also nervlich zwar, aber... Nervlich sind wir am Ende. Aber ich glaube, wenn wir es richtig anstellen, könnte das Let's Play sogar länger werden als Phoenix Wright. Und das will was heißen. Phoenix Wright, erster Phoenix Teil, aber... Phoenix Wright dachte ich echt, das hört nie mehr auf. Ja. Das war ohne... Also... Ja. Mach aus. Hast du gespeichert? Ja. Ich hab gespeichert, zugeklappt, eingepackt und Gute Nacht. Gute Nacht, wir sind hier echt. Wir sollten uns mal andere Zeiten zum Aufnehmen aussuchen. Das Lustige ist, ich fühle mich gar nicht so müde, nur die Stimme wird brüchig und die Augen tun weh. Aber müde bin ich an sich noch nicht, also ich hätte es auch noch weitermachen können. Bitteschön! Nein! Also ehrlich, bei mir mit Denken geht nichts mehr. Ich brauche erstmal eine ganz ordentliche Mütze Schlaf, am besten bis morgens um 12. Bis morgens um 12? Ja. Ist schon gut. Ja, vielleicht bis mittags um 3. Bis mittags um 10? Nee. Oder bis morgens um 1? Morgens um 1. Aber wir wollten ja um 8:30 schon in die Stadt fahren, das machen wir. Nein, das tun wir nicht. Also dann, bye bye.